موطني أقول لك أبروز على المدرسة 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 Musik im Blut? Eine Podcast-Reihe vom Jungen Theater Augsburg. Mit 21 BürgerInnen, die in ihrer Freizeit gerne Musik machen. Manche mehr, manche weniger. Manche für Geld, die meisten nur für den Spaß. Jedes Jahr sucht das Junge Theater Augsburg neue ExpertInnen, um zu einem bestimmten Thema ihre Erfahrungen, Gedanken und Erlebnisse zu sammeln und daraus ein gemeinsames Theaterstück zu entwickeln. Normalerweise. Dieses Jahr sind daraus 10 Podcast-Folgen entstanden. Sie fragen nach dem Ursprung von Musikalität, beleuchten die Wege zum eigenen Musikmachen, untersuchen die Kraft der Musik und sind voll von unseren fröhlichen, traurigen, erstaunlichen und immer musikalischen Geschichten. Folge 5. Musik ist Gemeinschaft. Mit Brigitte, Emma, Florian, Gesine, Hassan, Juju, Josefina, Lina, Marion, Mascha, Mathieu, Sonde, Yasemin, Ivan. Musik verbindet Menschen. Ich bin Franzose, bin aus Frankreich neu nach Augsburg gelandet, habe neue Personen kennengelernt und zusammen haben wir auch Musik gespielt. Ich war immer am Klavier und die anderen haben immer gesungen und das zeigt auch, dass wir durch die Musik kommunizieren können. Musik kommt aus der Seele und deswegen müssen die Leute in einer Band, die Leute, die zusammenspielen, seelisch sich verstehen. Also die Seelen müssen sich verstehen und gut kommunizieren können. Ich freue mich immer, wenn Menschen mit uns Musik machen. Natürlich, wenn wir jammen. Und am liebsten spiele ich mit meiner Band. Denn wir verstehen uns und wir lieben uns und die Musik hat uns zusammengebracht. Jeder von uns kommt aus einem anderen Land, aber trotzdem sind wir auf der Bühne eins. Also war ich in dieser Band und mein Mann und ich, wir wollten aber gerne eine Familie gründen, wir wollten ein Kind haben. Und so wurde ich schwanger und wir bekamen dieses Kind. Und dann war es natürlich nicht möglich, dass ich gleich wieder in diese Band eingestiegen bin. Mein Mann hatte das Glück und konnte weitermachen. Und sie haben sich dann im Prinzip ein bisschen neu orientiert, haben ein Nebenprojekt gestartet, was ja auch alles gut ist. Und dann kamen wir zu diesem Gespräch, wie es mit der Band weitergehen soll und wie ich darin Platz finde. Und ich habe eben in diesem Gespräch gemerkt, sie wollten die neuen Sachen machen. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, kein Problem, dann mache ich eben die neuen Sachen. Aber da wollten sie mich gar nicht dabei haben. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss um meinen Platz kämpfen und muss betteln, mit ihnen Musik zu machen. Und das wollte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, sie müssen es auch wollen. Und dann war ich raus. Ja, also wenn man live spielt und miteinander auftritt, dann ist es auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Und weil dann das automatisch besser wird. Dadurch kann es sein, dass ein bessere Musiker mitziehen und dass man selber schlechtere Musiker in Anführungszeichen selber mitzieht. Und das gleicht das Ganze ein bisschen aus. Ich spiele gemeinsam gern. Alleine kann ich gar nicht spielen. Weil die Musik, die ich mache, kann man nicht alleine spielen. Also je viele Instrumente oder Musiker, desto sogar besser. Wenn man sieht, bei uns auf der Bühne kann wirklich bis zu 18, 20 Leuten verschiedene Instrumente spielen, die wo wirklich Power und schönen Rhythmus gibt. Weil jede klingt und spielt anders. Ich war jetzt schon zweimal am Anfang der Sommerferien jeweils auf einer Musikfreizeit für 10 Tage. Da probt man 10 Tage am Stück und
Über diese ganze Probenzeit lernt man sich natürlich unglaublich gut kennen und verbringt auch einfach eine sehr emotionale Zeit miteinander, weil es natürlich sehr auf der einen Seite sehr anstrengend ist und auf der anderen Seite aber auch so viel Freude bereitet. Ja, und dann war im Herbst noch die Möglichkeit, habe ich im Internet gefunden, Bundesmusikwoche 50+ stand da. Diese Woche war einfach für mich ein ganz großartiges Erlebnis. Ich habe erlebt, dass Menschen, die Musik machen, sehr aufgeschlossen sind. In diesen Konzerten entlädt sich dann irgendwie diese ganze Energie und Freude und diese ganzen Emotionen, die man über diese Probenzeit quasi gesammelt hat. Ich habe nämlich am Anfang so ein bisschen Angst gehabt. Ich bin die Einzige, die niemanden kennt. Und wie wird das sein? Sitze ich dann in der Ecke, keiner redet mit mir? Und das war überhaupt kein Thema. Ich denke, Musiker sind gewohnt, miteinander zu kommunizieren. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr starkes Bedürfnis zu kommunizieren, wie jeder Künstler wahrscheinlich. Und wir singen auf mehrere Sprachen, wir spielen verschiedene Musikrichtungen und ich verstehe nicht immer, was die anderen singen, Wort für Wort. Aber wie gesagt, wir verstehen uns auf einem anderen Niveau und von Gefühlen und Emotionen und so. Und wenn es klappt, bin ich mega schön. Einer meiner Lieblingsmomente vom Chor war ein Wettbewerb, beziehungsweise der Moment kurz vor dem Wettbewerb. Da haben wir das Lied noch mal kurz geübt und waren in einer ganz, ganz großen Halle, wo eine besondere Akustik da war. Und wir haben dieses Lied angefangen zu singen und die Harmonien und Disharmonien haben diesen ganzen Raum erfüllt. Man hat richtig gemerkt, wie wir eine Einheit waren und alle zusammen. Und das war richtig, richtig, richtig schön. Ich habe in meinem Chor ein großes Werk einstudiert mit Orchester, das war das Requiem von Michael Haydn und stand dann auch zwischen den ganzen Stimmen mittendrin, dass ich jede Stimme gut hören konnte und das war dann richtig schön, wie ich die vier Stimmen zusammen gehört habe und dann mit meiner Stimme da voll mitwirken konnte. Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Probe von der Oper Tosca mit Chor und Orchester. Das war einfach ein unglaublich besonderer Moment, weil zum ersten Mal einfach diese unglaublich intensive Musik mit so vielen Menschen ja gespielt wurde und das einfach sehr, sehr emotional war und man auch auf jeden Fall Gänsehaut bekommen hat. Wir haben für UNICEF gespielt, wir waren extra eingeladen und ich fand es sehr schön, wie diese Jugendlichen so viel Spaß gehabt haben, wie sie Vollgas getanzt haben und die Energie, die ich gespürt habe. Ich habe so viel Energie in mir und in den anderen gespürt. Wir waren alle verbunden und es gab wie ein unsichtbares Feuer irgendwie und ich war sehr froh, dass an dem Abend das Ziel erreicht war, also ein Ziel der Musik ist, diese Energie zu kreieren und an dem Abend haben wir geschafft. Ja, es ist auch relativ wichtig, wenn man Gig spielt, dass man Resonanz vom Publikum bekommt und dass das Publikum zumindest daran interessiert ist, was man macht. Und das macht auch einen einigermaßen gelungenen Auftritt aus. Dass es auf die Energie, die man ausstrahlt, dass die vom Publikum aufgenommen wird und zurückgestrahlt wird. Positive Resonanz sozusagen. Also einmal habe ich ein kleines, ganz kleines Konzert für meine Eltern gemacht. In der Josefino. Bei meiner Musiktherapeutin und meine Eltern, die waren da und ich habe denen ein paar Lieder vorgesungen und die waren voll überrascht.
Die Fahnen ist eigentlich sehr, sehr schön und eine sehr schöne Geste. Und das hat sie wirklich einfach stolz gemacht. Und die haben wirklich gesehen, was aus mir geworden ist, was für eine Veränderung Musik mit mir gemacht hat. Eine sehr große Veränderung. Finde ich auch ganz toll und ich kann nur sagen, ich bin selber stolz auf mich. Es gab auch schon Momente, da habe ich für meine Kollegen gesungen, weil wir gerade eben irgendwie im Stationszimmer standen und ich dieses eine Lied im Kopf hatte, das hat jetzt der oder demjenigen vielleicht nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, ja, dann wünsch dir ein anderes Lied. Dann habe ich ein anderes Lied gesungen. Ich laufe gerne und steige gerne Berge hoch. Ich fahre mit einer Gruppe, wir wollen den Berg hoch und da mussten wir 6 Stunden laufen. Man denkt, oh mein Gott, 6 Stunden zu laufen ist richtig hart, wirklich viel. Aber wir haben dann einfach gelaufen, dann haben wir ein bisschen geredet und dann auf den halben Weg sind wir alle still, sind wir alle müde. Dann habe ich angefangen zu singen. Dann haben die auch mitgesungen und dann haben wir alles gesungen und haben wir dann immer ein Lied nach dem anderen und wieder nochmal ein Lied und noch ein Lied und dann haben wir das Zeit einfach nicht gefühlt, weil wir immer nur lachen, singen und dann haben wir dann immer zusammen gesungen, bis wir dann auf den Berg hoch und haben wirklich die Zeit nicht gespürt, dass wir nochmal 3 Stunden gelaufen haben, einfach ohne was, also wir waren nicht müde, wir waren nichts, wir haben nur gesungen, gesungen, gesungen und dann sind wir auf einmal dann auf den Berg hoch. Als ich Kind war, meine Mutter, sie hat auch gerne Musik gehört und getanzt. Und wo wir bei türkischen Hochzeiten waren, ich war 1,5 Jahre alt, hat sie mir erzählt und hat sie mich immer in die Mitte geschoben, dass ich dann tanzen soll. Da habe ich natürlich mich geschämt, wollte ich nicht, aber dann hat sie mich gezwungen. Dann hat es doch mit bestimmten Bewegungen und hat es mir da gut gefallen wahrscheinlich. Und denke ich, deswegen tanze ich so gerne und höre ich so gerne Musik. Es war einer der seltenen Momente, dass ich mit meinem Vater im Auto unterwegs war und plötzlich kam irgendjemand von uns auf die Idee, wir könnten doch mal zusammen singen. Und ich hatte gerade dieses Faible für das Lied Colorado Trail. Und dann habe ich es ihm praktisch beigebracht oder vorgesungen. Und es war so schön, wie wir dann singend durch die Gegend gefahren sind zusammen. Als ich in der Türkei studiert habe, gab es an der Uni beim Musikunterricht auch Tanzen. Und wir hatten ein Mann, der unsere Frauentanzgruppe geleitet hat. Ich war schon fasziniert von dem Mann, wie er dann so Frauentänze uns gezeigt hat. Wir waren 36 Frauen und da gab es dann einen Tanzwettbewerb in ganz in Türkei. Und er hat mich ausgewählt, dass ich dann bei 36 Frauen in der Mitte tanzen sollte. Das habe ich gemacht, oh, da habe ich dann Gänsehaut bekommen. Ich habe mich so über die Worte gefühlt. Das gab mir so ganz, ganz tolle Gefühle. Das war Folge 5. Musik ist Gemeinschaft. Aus der Podcast-Reihe Musik im Blut vom Jungen Theater Augsburg. Die Porträts aller ExpertInnen und des Teams von Musik im Blut sind auf der Homepage des Jungen Theaters sichtbar unter jt-augsburg.de/musikimblut. Auf Wiederhören! 9 weitere Folgen von Musik im Blut stehen zur Anhörung bereit. Auf Wiedersehen! Über den Spendenknopf unterstützen Sie unsere Arbeit und wir können Sie hoffentlich bald wieder bei einer Aufführung begrüßen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Stadt Augsburg, dem Land Bayern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir bedanken uns für die Kooperation beim Friedensbüro der Stadt Augsburg, der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg und A3 Kultur. Wir bedanken uns bei Claudia Roth
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, für ihren Einsatz als Schirmfrau.